Herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Essstörungen. Wir sind nach wie vor mittendrin in der spannenden Soul Food Week. Heute habe ich mal einen ganz, ja wirklich mal ganz anderen Input für dich. Und zwar habe ich mit Professor Dr. Uwe Berger vom Universitätsklinikum in Jena über das ganze Thema Prävention gesprochen. Und wir haben dabei nicht einfach nur darüber gesprochen, was Prävention ist, sondern er hat mal ein bisschen auch aus seiner Erfahrung erzählt, wie er eigentlich mit diesem Gebiet, mit diesem Bereich, mit der Prävention bei Essstörungen in Kontakt gekommen ist, wie lange das auch schon her ist, was sich seit Beginn seiner Karriere in dem Bereich getan hat und was vor allem auch so wissenschaftlich und in der Forschung hinter all den Programmen, die wir dann an der Oberfläche kennen oder nutzen, was eigentlich so dahinter passiert, welche Risiken dabei bestehen und wie auch eine Messbarkeit von Präventionsprogrammen sichergestellt werden kann. Über all diese Themen haben wir gesprochen. Ich fand es super mega spannend, einfach mal auch mehr über den Hintergrund zu erfahren, anstatt nur die Programme, die es gibt, an der Oberfläche wahrzunehmen. Und ich bin mir sicher, dass es auch für dich super interessant sein wird. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und freue mich auf dein Feedback dazu. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute hier beide sind, um den Hörerinnen und Hörern ein bisschen mehr Information und Input aus einem etwas, ich sag mal, aus einem Bereich zu geben, den ich jetzt im Podcast noch nie mit dabei hatte, noch nie irgendwie behandelt habe. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt heute mal über den Bereich der Wissenschaft und auch ein Stück weit Forschung mit Bezug zur Prävention bei Essstörungen sprechen werden. Herzlich willkommen. Ja, ebenso herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich habe dich natürlich eben im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Doch magst du uns vielleicht einfach mal als kleinen Einstieg mit uns teilen, was du im Moment machst? Also womit beschäftigst du dich im Moment schwerpunktmäßig? Was ist im Moment in deinem Fokus, in deiner tagtäglichen Arbeit und wofür du dich einsetzt? Was beschäftigt dich da gerade? Naja, ich muss sagen, was das Thema Essstörung anbelangt, habe ich im Moment kein Projekt. Das spielt aber immer mit eine Rolle. Mein letztes Projekt war zum Thema soziale Teilhabe. Das war so ein bisschen erweitert. Thema Gesundheitsförderung. Da spielt die Essstörung eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Eigentlich habe ich davor die Jahre mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Essstörung beschäftigt und bin ja mit dem Thema auch Prävention von Essstörungen schon bereits seit 2003, 2004 so beschäftigt. Wahnsinn, das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Was würdest du denn sagen, gerade mit dem Blick auf, sagen wir mal 2003, 2004, da wo du dich angefangen hast, intensiv damit auseinanderzusetzen, was ist denn da aus deiner Sicht passiert seitdem im Bereich der Prävention? Also seither ist viel passiert, das ist aber, glaube ich, nicht jetzt unbedingt immer so in die Öffentlichkeit gedrungen, was da passiert ist. Man muss aber... Ich kann wirklich sagen, so 2003, 2004, das war zumindest in Deutschland noch so der Beginn, sich mit dem Thema Prävention der Essstörung auseinanderzusetzen. Es gab schon vereinzelt Projekte, die Anfang der 2000er Jahre schon entstanden sind, auf die wir uns auch bezogen haben. Aber es war trotzdem noch ein ziemlich neues Thema. Und es war damals auch... hatte deshalb auch eine Chance, als Thema wahrgenommen zu werden, weil so der Beginn der 2000er Jahre schon nochmal so eine deutlich sichtbare Welle war, dass überhaupt das Thema Essstörungen in die Öffentlichkeit gedrungen ist und auch jetzt so der Bundesfachverband und so die Organisationen sehr großen Zulauf oder Nachfrage hatten mit den Fragen, wie häufig sind Essstörungen, nehmen Essstörungen zu, welche verschiedenen Arten gibt es und so weiter. Konnte sich das irgendwie erklärt werden, warum der Zulauf damals
gerade zu dieser Zeit angestiegen ist oder signifikant angestiegen ist, sodass es richtig sichtbar und auch für alle Organisationen spürbar war, dass der Zulauf und die Nachfrage immer mehr werden? Gab es da irgendwelche Anhaltspunkte, dass ihr euch erklären konntet, warum das genau zu der Zeit passiert ist? Schwer zu sagen, aber ich hatte so den Eindruck, dass so die öffentliche Wahrnehmung zum Beispiel, wenn wieder was passiert ist, jetzt zum Beispiel im Model-Business, was ja auch so ein bisschen die Zeit war, als das auch mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist und so langsam solche Sendungen eben auch kamen. Ich weiß gar nicht genau, wann Heidi Klum mit ihrer Sendung gestartet ist, das war, glaube ich, später, aber trotzdem war das so, es gab schon so Bewegungen, auch zum Beispiel in den Schulen oder so, wo man gemerkt hat, das ist ein Thema, mit dem sich Mädchen auseinandersetzen, mit dem aber sich Eltern und Lehrer auch zwangsläufig auseinandersetzen mussten, weil in den Schulen auch vermehrt Fälle aufgetreten sind. Oder sagen wir mal, die sind nicht unbedingt vermehrt aufgetreten, aber man hat sie mehr wahrgenommen und hat eben auch mehr den, zum Beispiel auch den politischen Willen gezeigt, dass da eigentlich was passieren müsste. Wie war das denn vorher? Also jetzt, wenn wir jetzt so über den Begriff Prävention sprechen, war das wie ein Neubegriff, der zu der Zeit dazu kam? Oder gab es Prävention auch vorher schon? Nur es hatte vielleicht noch keinen so starken Fokus bekommen oder noch stand noch nicht so stark im Mittelpunkt? Oder wie hat sich dieser Begriff überhaupt entwickelt? Auch wieder ein bisschen schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, so, wo man zum Beispiel, also oft spielt ja so gesellschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung, das spielt ja zusammen. Die Politik greift ja auch oft nur das auf, was gesellschaftlich sich entwickelt. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel das neue Präventionsgesetz anguckt, das ja eigentlich auf den Weg gebracht wurde, zu sagen, Prävention soll die vierte Säule des Gesundheitssystems werden, also neben Reha und stationärer ambulanter Versorgung. Das war ja schon ziemlich ambitioniert, der Prävention einfach ein stärkeres Gewicht geben zu wollen. Und das wurde politisch zum ersten Mal auf die Agenda gebracht unter der damaligen rot-grünen Schröder-Regierung. Und das war 1998, war das zum ersten Mal im Bundestag, Bundesrat, ist aber nie verabschiedet worden. Das kam immer dann mal wieder auf die Agenda, wurde wieder runtergenommen und hat ja tatsächlich dann bis 2016 gedauert, bis das Gesetz in Kraft getreten ist. Tatsächlich, das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, aber das zeigt auch gleichzeitig, dass 1998 offensichtlich die Zeit auch schon reif war, sich insgesamt stärker mit dem Thema Prävention zu beschäftigen. Ja, Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade so gedacht, okay, seitdem es das erste Mal auf den Tisch lag und seitdem es gerade aufgetreten ist, liegen einfach mal 18 Jahre. Ja. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, das war so ein Punkt, wo ganz viele Akteure eigentlich seither auch immer schon in den Startlöchern saßen und gehofft haben, dass das größere Bedeutung kriegt, weil diese politische Bedeutung heißt auch gleichzeitig, dass zum Beispiel es dann auch mehr Projektgelder und so gibt. Und das war zum Beispiel für uns so ein Punkt, als wir eingestiegen sind in das Thema. Da gab es eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Allgemein zum Thema Förderung von Gesundheit bei Jugendlichen, also psychischer Gesundheit. Ja. Und da haben wir eine gute Chance gesehen, in diesem Kontext auch das Thema Essstörungen und Prävention bei Essstörungen damit einzubringen. Wir sind dann erstmal 2003 gescheitert mit unserem Antrag, aber 2004 hat das dann geklappt. Ja, also wann hat das Projekt begonnen? Ich glaube, 2006 bis 2009 war das erste Projekt, genau. Also so 4, 5 ungefähr ist das dann bewilligt worden. Ja. Das heißt, da hatten wir dann schon eine entsprechende Vorarbeit und hatten auch, da mussten wir damals für die Ausschreibung auch einen Praxispartner mit im Boot haben. Und das war das Kultusministerium in Thüringen. Und das war eben auch so ein Zeitpunkt, wo so ein Kultusministerium ansprechbar war für dieses Thema. Das war davor nicht so einfach und danach auch nicht mehr. Aber da waren wir so sehr wach und aufmerksam diesem Thema. Was war denn das für ein Projekt, mit dem ihr jetzt damals
im Bereich der Prävention gestartet seid oder was war auch so der Urgedanke hinter dem ganzen Projekt? Also was war so euer ambitioniertes Ziel, was ihr gerne im Bereich der Prävention etablieren oder auch verändern wolltet? Naja, man muss dazu sagen, gerade auch so diese Frage, wann hat man eine Chance damit, an die Öffentlichkeit zu treten zum Beispiel. Das ist, geht oft einher damit, dass in der Politik mehr oder weniger zufällig dann auch jemand sitzt, der sagt, ich unterstütze das jetzt. Ich als Person, mein Ministerium, ich als Staatssekretär, wie auch immer so. Wir hatten damals, war da ein Ministerialrat, der eine Betroffenheit in der Familie hatte. Mhm. Und das war so, eigentlich habe ich das später immer mal wieder festgestellt, das ist ganz häufig so, dass einerseits muss so ein politisches Klima dafür da sein, aber gleichzeitig hängt es oft vom persönlichen Engagement Einzelner ab. Und die engagieren sich umso stärker, je mehr sie persönlich mit dem Thema anfangen können. Das ist natürlich bei persönlicher Betroffenheit, wenn die eigenen Kinder betroffen sind oder jemand von der Familie, ist die Chance wesentlich größer. Und das war damals gegeben. Und dadurch war das Engagement zu sagen, da muss was passieren, erstmal unheimlich groß von Seiten des Ministeriums. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir finden es auch wichtig und toll, dass da was gemacht wird. Das war aber damals noch nicht die Zeit, wo man sagen konnte, es gibt eine Reihe von Präventionsprogrammen, auf die wir zurückgreifen konnten. Mhm. Es waren Entwürfe, Konzepte da, aber die konnte man jetzt noch nicht so als Programm sehen, dass man jetzt übernehmen oder in der Schule einsetzen konnte. Zumal auch erkennbar war, dass so gerne, wenn sich ein Landesministerium engagiert, dann wollen wir auch gerne in ihren Bundesländern was Eigenes sozusagen machen. Das macht sich halt ein bisschen besser öffentlich. Und so ist damals der Wunsch entstanden, warum können wir nicht da was Eigenes machen? Und das ging zufällig damit auch zusammen, dass ich schon eine Idee im Kopf hatte, für wo ich dachte, wenn man von Prävention redet, dann muss man ja sich fragen, an wen richtet sich eigentlich genau die Prävention? Die richtet sich ja nicht an Eltern und Lehrer. Das sind ja die Akteure, die mit dem zustimmen müssen, dass es gemacht wird oder die es dann auch vielleicht durchführen sollen. Aber es ist ja nicht die eigentliche Zielgruppe. Und die Zielgruppe bei Essstörungen, das hat sich relativ schnell gezeigt, die ist sehr jung. Weil, also damals war es eben so, dass hauptsächlich die Magersucht im Blickfeld stand. Und wir wussten von den epidemiologischen Zahlen her, dass der Häufigkeitsgipfel der Betroffenheit bei 15 Jahren ungefähr lag. Und wenn man jetzt weiß, dass sich die Krankheit ja auch in der Regel ein paar Jahre entwickelt und nicht von heute auf morgen da ist, dann war relativ schnell klar, aha, wir reden hier von Mädchen, die 11, 12 Jahre alt sind, in der 6. Klasse sind. Und da waren wir uns so schnell einig, dass das die Zielgruppe ist, dass dann auch klar war, wenn ich so eine Zielgruppe habe, dann sind das ja keine Erwachsenen, mit denen ich ein Aufklärungsprogramm mache, mit allen Begrifflichkeiten und so weiter, um zu sagen, hört man ja, das steckt hinter der Essstörung, sondern ich muss da ja anders rangehen. Ich brauche eigentlich ein Konzept, um diese Zielgruppe zu erreichen. Und da habe ich damals gedacht, okay, dann muss man vielleicht nochmal ganz anders drüber nachdenken. Könnte ich das so machen, dass ich diese Zielgruppe erreiche, aber gleichzeitig auch nicht Fehler mache, die aus früheren Präventionsprogrammen bekannt sind. Und das war dann auch immer, das wussten ja auch die Ministerien, zum Beispiel, dass die gesagt haben, aber bitte machen Sie nichts, was so aussieht wie die 70er, 80er Jahre Anti-Drogen-Kampagnen oder Anti-Alkohol-Kampagnen und so weiter. Weil es sich da auch gezeigt hat, das ist nicht immer erfolgreich, dieses mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, das ist alles gefährlich und macht das nicht. Das wird uns nicht so weiterbringen. Also muss man sich überlegen, was ist es dann, was uns weiterbringen könnte. Und da hatte ich die Idee, das mehr auf bildhaft erstmal versuchen darzustellen. Also nicht mit Texten zu beschreiben und schon gar keine Fachtexte, was ist die Erkrankung, sondern es anders darzustellen. Und diese
allererste Idee, die fiel mir eigentlich dazu ein, als ich tatsächlich in Stern damals war, ein Bild eines Model Contests. Models, die Bikinis vorgestellt haben. Und als die so in ihren Bikinis, die standen in so einer Reihe da, wurden so fotografiert, nur vor schwarzem Hintergrund. Und da sahen die tatsächlich von der Weite so aus, als wenn man lauter Barbie-Puppen nebeneinander stellt. Und da habe ich dann mal zu Hause, spaßeshalber, damals kamen gerade Digitalkameras so auf, und ich hatte eine und habe dann so ein bisschen fotografiert und mit Photoshop rumgemacht und habe praktisch einfach mal das Bild ein bisschen auseinandergezogen und habe eine Barbie-Puppe da rein kopiert, um zu sehen, wie sieht diese Barbie-Puppe im Kontext dieser Models aus. Und das war das erste Bild sozusagen. Da habe ich dann drüber geschrieben, Barbies Welt. Und dann war das so diese strahlende Barbie-Puppe und die anderen, die haben wirklich auch so strahlend geguckt. Natürlich war die Barbie-Puppe noch dünner. Die hat ja diese unnatürlich dünnen Beine und so weiter. Aber es war einfach so ein eindrückliches Bild, wenn man die alle in derselben Größe dann praktisch hat. Und so. Und da kam mir die Idee zu sagen, warum nicht das als agierende Figur sozusagen zu nehmen. Und nicht mal zu sagen, ich nehme mir diese Puppe, die alle kennen, und lasse die sozusagen durchlaufen, wie der Weg in die Magersucht funktioniert. Aus diesen ganzen Büchern, Patientenberichten, klinischen Erfahrungen und so weiter heraus. Und das war eigentlich überhaupt noch nicht ausgearbeitet. Das war nur so eine Grundidee gewissermaßen, zu sagen, wenn es gelänge, verschiedene Stationen auf diesem Weg zu extrahieren, wo man jeweils wieder Bilder dazu machen könnte, dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit, dass sich auch, dass ich gar nicht damit auskennt und auch ohne, dass ich von Erbrechen und irgendwelchen sonstigen Fachschaltungen reden müsste, das jemand nahezubringen, wie das verläuft. Natürlich immer verbunden mit der Botschaft, den Verlauf nicht nur zu kennen, sondern auch an jedem Schritt sagen zu können, wie kann ich das möglicherweise vermeiden, was passiert da. Und natürlich auch letztlich mit der Botschaft am Ende, es ist keine Einbahnstraße. Es verläuft nicht immer so, dass es zum Schlimmsten kommt, dass man in die Klinik muss und so weiter. Sondern je früher ich vielleicht an den Punkten sagen kann, okay, das habe ich vielleicht bei mir auch schon bemerkt, so kann man dann vielleicht auch eingreifen. Ja. Und aus dieser Idee heraus ist praktisch dann das entstanden, was dann später, habe ich das ganze Barbie-Matrix genannt, weil es dann tatsächlich so war, dass es dann 9 verschiedene Bilder gab, die so eine Art Verschlimmerung sozusagen gezeigt haben. Das erste Bild war tatsächlich das mit den Models, Schönheitsideale, so als Thema dünn sein wollen und so. Aber dann eben auch diese ganzen anderen Themen, die dazukommen, wenn das Essen quasi immer mehr des Lebens übernimmt und was da auch psychisch passiert, bis hin zu am Schluss Hilfesuche und Therapie und so weiter, als Ausweg quasi. So ist das entstanden. Und da habe ich gemerkt, das habe ich, als die ersten Bilder praktisch fertig waren, ohne das Gesamtkonzept überhaupt zu haben, hatte ich mehr oder weniger zufällig meine Einladung beim Bundesfachverband für Essstörungen in Kassel. Und eigentlich hatte die Einladung mein Chef, der konnte aber nicht, und ich bin stattdessen hin und habe die Bilder im Gepäck gehabt. Und es ging eigentlich um was anderes. Es ging um eine Studie, die gemacht wurde zu Beratungsstellen. Aber als ich dann dort war, habe ich in Gesprächen habe ich halt gesagt, dass ich vorhabe, sowas zu machen. Und dann habe ich die Bilder ein paar Leuten gezeigt. Und die waren alle total begeistert. Und das war das, was mich dann eigentlich motiviert hat, zu sagen, oho, wenn die Fachleute, die sich ja schon viele Jahre damit beschäftigt haben, sagen, das ist mal ein interessanter neuer Ansatz, dann könnte das ja auch eine Chance sein, damit eben dann Forschungsprojekte und so weiter zu machen. Mhm. Deshalb bin ich da dann auch so dran geblieben und habe das Programm dann sozusagen fertig entworfen. Ja. Und jetzt muss man aber sagen, Forschungsprojekte, das hört sich dann immer so an, man wird nicht in der Forschung gefördert dafür, dass man ein Programm entwickelt. Also das ist zumindest nicht der Normalfall, sondern die Forschungsförderung geht in der Regel so, das Programm muss schon vorliegen und was Bundesministerium dann möchte, ist, dass man dieses Programm evaluiert, dass man zeigt, wie wirkt es, hat es Nebenwirkungen und so weiter. Und das ist dann die eigentliche Forschungsförderung.
Ja, ja. Mega spannend. Und ich glaube auch für viele, die zuhören, also ich bin mir ziemlich sicher, dass alle zum ersten Mal von der Barbie-Matrix gehört haben, weil mir ist es noch nie begegnet. Und ich habe mich gerade, während du auch darüber erzählt hast, habe ich mich gefragt, ist es in der Prävention auch heute noch so? Also ist sozusagen die Anknüpfstelle der Prävention auch heute noch, also sind es auch heute noch die Mädchen zwischen 11 und 12 Jahren oder hat sich da schon was am Alter getan? Und ist so die Anknüpfstelle auch immer noch das Körperbild oder hat sich da etwas verändert zu heute? Was würdest du sagen? Naja, man muss sagen, es hat sich, schon damals war es so, dass es nicht so nur eine Herangehensweise gab. Weil es in der Prävention ja schon mal von vornherein zum Beispiel die Frage ist, wo möchte ich ansetzen? Mhm. Möchte ich bei denen ansetzen, wo noch gar nichts ist, wo ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt mit dem Thema Essstörung komme, ist das für die, wie, was ist jetzt los? Was hat das mit mir zu tun sozusagen? Also muss ich das Thema ein bisschen auf einer Ebene einführen, mit der die was anfangen können. So, da sind wir im Bereich der primären Prävention. Das heißt, wir wollen eigentlich schon verhindern, dass jemand überhaupt Risikofaktoren entwickelt. Ohne jetzt zu sagen, der muss gleich eine Essstörung entwickeln, oder zumindest sagen, wenn Risikofaktoren erkennbar sind, dann kann ich gleich gegen die vorgehen, ohne dass die schon direkt was mit der Essstörung zu tun haben. Und dann muss ich natürlich so rangehen, dass ich sage, okay, was ist da das Wahrscheinlichste? Oder was ist das, wo ich das Interesse auch wecken kann? Und da muss man natürlich in dem Alter sagen, jetzt mal ganz unabhängig von Essstörungen, es ist ja auch das Alter, in dem die Pubertät langsam beginnt. Okay. Und in dem, bei Mädchen zumindest, sie wirklich langsam beginnt, bei Jungs mit einem Jahr Verzögerung. Auch das war sofort so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir bewegen uns dann in ein Feld, wo wir wissen, okay, beginnende Pubertät, was ist da ein wichtiges Thema? Das ist Figur und Gewicht. Wie beliebt bin ich bei anderen? Und zwar nicht mehr aufgrund, wie beliebt bin ich, weil ich ein bestimmtes Hobby habe, weil wir auch reiten und so weiter, sondern eben auch genau Aussehen, Attraktivität und so weiter. Das gewinnt unglaublich schnell an Bedeutung. Und ich habe das in meinem Buch so genannt, Schulhofthema Nummer 1. Das ist gar keine Frage. Das heißt, wenn man zu dem Thema was macht, dann hat man automatisch die Aufmerksamkeit. Und da passt natürlich dieses schönheitsideale Model-Ding sehr gut rein, wohl wissend, dass wir jetzt, wenn man sich klinische Erfahrungen, Beispiele anguckt, wissen, dass es bei weitem nicht so ist, dass viele oder die Mehrheit in die Essstörung gerät, weil sie Model werden wollen, weil sie als Model dünn sein oder bleiben wollen. Da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Aber gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung und so ist es natürlich trotzdem ein wichtiger Faktor, der auf jeden Fall auch als Risikofaktor bezeichnet werden könnte, wenn irgendwann so der Wunsch im Raum steht, ich möchte an meiner Figur aktiv was verändern. Wo auch bei Mädchen ja fast immer der Punkt ist, aktiv verändern heißt Richtung dünner werden. Das ist ja selten in anderen Richtungen, als bei Jungs zum Beispiel anders sein kann. So, und das war aber damals schon klar, relativ schnell, dass es nicht heißt, dass man nur das machen könnte, dass primäre Prävention der einzige Weg wäre. Wir haben uns aber dafür entschieden, wussten aber, dass es wissenschaftliche Studien schon gab, die gezeigt haben, eigentlich kann man mit der sekundären Prävention bessere Erfolge erzielen. Sekundäre Prävention heißt aber, ich setze bei denen an, die schon mindestens Symptome haben, die in Richtung Essstörung gehen. Okay. So, und warum haben wir uns für die primäre entschieden? Wohl wissend, dass die sekundäre höhere Wirkungsgrade sozusagen erzielt.
Das hatte damit zu tun, dass man sich ja die Frage stellen muss, wo will ich eigentlich, wie will ich eigentlich diese Prävention machen? Und da wir mit dem Kultusministerium zusammengearbeitet haben, war schnell klar, wir wollen das in Schulen machen. Und nicht nur wegen diesem Praxispartner, sondern auch, weil Schule den großen Vorteil bietet, dass man da alle erreichen kann. Und dass auch der Zugang sozial gerecht ist im Sinne von, ich habe da nicht noch eine Hürde, dass ich dann auch mal irgendwo hingehen muss, was wieder Geld kostet vielleicht und so. Das sind alle, da kann ich alle abholen. Wenn ich das Kultusministerium im Boot habe, was wir ja hatten, dann habe ich ja sozusagen auch die Erlaubnis, in die Schule zu gehen und das da zu machen. So. Und in die Schule gehen und was machen, hieß in dem Fall aber, dann muss ich auch alle mitnehmen. Wenn ich jetzt da in die Schule gehe und sage, jetzt mache ich das, aber jetzt suche ich mir schon welche raus, die eine Betroffenheit zeigen, dann muss ich ja wieder so einen Schritt vorschalten, woher weiß ich das eigentlich? So. Und bei uns war das zum Beispiel so, dass das Ministerium gesagt hat, wenn wir sowas unterstützen, dann möchten wir nicht, dass Fachleute in die Schule gehen und dort gucken, wer könnte betroffen sein und die rausgreifen, sondern wir möchten, dass die Lehrer ermächtigt. Ein Mädchen schon eine Betroffenheit oder nicht und nur mit denen machen die dann was. Dadurch war das für uns relativ schnell klar, es muss was Primärpräventives sein. Hm. Und wir haben das dann später so gelöst, dass wir gesagt haben, wir fangen mit der Primärprävention an und haben aber dann noch Bausteine dazu gemacht bis zur 8. Klasse, die dann auch den sekundärpräventiven Aspekt mit berücksichtigt haben, wo es dann schon darum geht, wenn eine Lehrerin dann zum Beispiel feststellt, da ist schon eine sehr große Auffälligkeit, dann kann die Rücksprache mit uns halten und dann kann man auch solchen Mädchen direkte Hilfsangebote machen. Insbesondere, wenn die Lehrer sowieso Beratungslehrer oder so sind, die ja auch dann sowieso auf die Gesundheit der Kinder mit achten müssen. Aber ja. Das war praktisch so, das war unser Ansatz. Und es ist auch bis heute geblieben. Und wissenschaftlich ist das nicht so toll. Weil wissenschaftlich heißt das nämlich, man muss damit leben, dass wir im Voraus schon wissen, wenn man kleine Effekte erzielt, dann hat man auch kleinere wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen. Das sieht ja nicht so beeindruckend aus. Weil man ja für alle was machen muss, wohlwissend, es wird eigentlich nur am Teil wirklich viel nutzen. Bei den anderen ist nur wichtig, dass es nicht schadet, aber die werden ja nicht davon profitieren, weil die hätten auch so keine Erstörung entwickelt, mit oder ohne so ein Präventionsprogramm. Und das verwässert sozusagen dann den Durchschnittseffekt, den man immer berechnen muss. Mhm. Das ist dann so die Herausforderung, die man hat, aber trotzdem sind und waren wir davon überzeugt, dass das der richtige Weg war, weil auch die sekundärpräventiven Ansätze ja eben dann erst bei 15-, 16-Jährigen einsteigen und dadurch ja gar nicht verhindern, dass jemand überhaupt schon so weit kommt. Ja. Woran wird denn eigentlich festgemacht, ob jetzt, wenn man das überhaupt in der Wissenschaft so sagt, weiß ich natürlich gar nicht, doch woran wird denn festgemacht, ob jetzt eine Aktion oder ein Projekt, was man im Bereich der primären oder sekundären Prävention gestartet hat, ob das in dem Sinne erfolgreich in Anführungszeichen gelaufen ist? Also woran wird das festgemacht? Na, letztlich ist es ziemlich einfach. Es wird daran festgemacht, ob man den gewünschten Effekt erzielt oder nicht. Und damit man jetzt sagen kann, wissenschaftlich sagen kann, ich habe einen Effekt erzielt, muss ich das, was ich da messen möchte, Effekt heißt ja immer, ich will was vorher, bevor ich aktiv geworden bin, erfasse ich jetzt erstmal, wie ist da der Status quo, dann mache ich meine Maßnahme, also in dem Fall das Präventionsprogramm, und nachher mache ich wieder eine Messung und erwarte eine Verbesserung im Vergleich zu vorher. So. Und wenn ich das erreichen möchte, das klingt ja erstmal ganz einfach, aber damit es als wissenschaftliches Ergebnis gilt, da muss ich sicherstellen, dass die Messung auch wiederum eine gültige Messung ist mit Messinstrumenten, wo man auch weiß, was da passiert. In diesem Fall heißt das, ich muss standardisierte Fragebogen einsetzen.
Und das wichtigste Maß, was ich dann dabei habe, ist, ich nehme einen Fragebogen, der so konstruiert ist, dass er das Essverhalten erfasst in Bezug auf Risikoverhalten für eine Essstörung. Das heißt, ein niedriger Wert in dem Fragebogen heißt, es gibt da ein relativ niedriges Risiko, eine Essstörung zu entwickeln. Ein hoher Wert heißt hohes Risiko. So. Und was ich jetzt erreichen müsste mit meinem Programm ist, dass ich vorher messe, bevor noch nichts passiert ist, diesen Wert nehme. Und wenn ich das Programm gemacht habe, sollte im Durchschnitt für die Gruppe das Risiko abgesunken sein. Also signifikant abgesunken heißt es dann immer, dass es quasi statistisch bedeutsam abgesunken ist. Das wäre der Effekt, den wir erzielen wollen. Jetzt kann man das Essverhalten als solche Variable quasi hernehmen, aber man kann auch welche nehmen, die ein bisschen weicher sind, aber nichtsdestotrotz eine große Bedeutung haben, zum Beispiel wenn ich den Körper selbst wäre, auch den kann ich messen. Wie zufrieden ist jemand mit dem eigenen Körper? Und da kann ich mehrere Facetten davon erfassen und da ist eben auch bekannt, je höher die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist, desto größer ist die Bereitschaft, auch Maßnahmen zu machen, eben zum Beispiel eine Reduktionsdiät anzufangen, um Gewicht abzunehmen, Maßnahmen anzufangen, die wiederum für sich ein Risiko für die Entstehung von Essstörungen darstellen. Mhm. Wir haben auch zum Beispiel so ein anschauliches Maß noch dazu gehabt, wie würde sich jemand einstufen im Kontext von anderen, also so eine so Körpersilhouetten, wo man gesagt hat, so sehe ich aus jetzt und so möchte ich aussehen. Ah, ja. Und die Diskrepanz sozusagen ist auch wieder ein Indiz dafür, da ist wahrscheinlich die Bereitschaft groß, Maßnahmen zu ergreifen. Am besten ist es, wenn sich das überlagert, wenn sozusagen mein reales Selbst und mein ideales Selbst deckungsgleich sind. Und so, das waren so Maße, die wir dann eingesetzt haben. Zusätzlich zu, es sollte natürlich nach so einem Programm auch das Wissen zum Thema größer sein und wissen, wohin wende ich mich und was kann ich machen und so weiter. Das war so die vierte Variable. Und diese vier zusammengenommen quasi, wenn die möglichst so sind, nachher ist besser als vorher, als es vorher war, dann würde man von einem Effekt sprechen, der wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ja. Also ich persönlich finde es super spannend und ich glaube, dass es auch mal einen guten Einblick gibt, wie komplex eigentlich die ganze Wissenschaft dahinter ist. Denn viele, die jetzt auch zum Beispiel zuhören, haben mit Sicherheit schon mal irgendwo in der Therapie oder auch in der Klinik oder eine Art von Fragebögen ausgefüllt, die du auch eben erwähnt hast, mit denen bestimmte Vorher- und Nachher- ja, so Dinge gemessen werden können, die man selber mitbringt und mit denen man dann auch wieder aus einer Klinik zum Beispiel rausgeht. Doch was da eigentlich auch so dahinter steckt und was vor allem auch, ja, diese ganzen Zusammenhänge im Hintergrund auch mal zu verstehen oder auch überhaupt mal wahrzunehmen, weil das, was ja von außen meistens wahrgenommen wird, ist, wenn es irgendeine Aktion gibt und etwas veröffentlicht wird, im besten Fall wird es wahrgenommen. Doch was jetzt dahinter mit der Politik und auch gesellschaftliche Zusammenhänge, was da so hintersteht, das wissen natürlich viele nicht, weil es ihnen auch selber in dem Moment natürlich nicht so wichtig erscheint, sich dafür zu interessieren. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt früher. doch ich finde es einfach mal sehr wichtig und wertvoll, darüber aufzuklären, was eigentlich so im Hintergrund von jeglichen Programmen, die es gibt und sicherlich auch zukünftig noch geben wird, was da eigentlich im Hintergrund passiert und was zusammenhängt und was Menschen wie du auch für eine Arbeit quasi leisten, damit bestimmte Dinge für Gesellschaft sichtbar umgesetzt werden können oder in Schulen etabliert werden, integriert werden können. Das ist bei mir auf jeden Fall heute besonders wichtig, da mal einen Einblick zu geben. Und es gibt da bestimmt noch ganz, ganz, ganz viel mehr drüber zu erzählen. Und du denkst dir wahrscheinlich gerade so, ja, das war ja noch nicht mal der Anfang. Ja, es war schon der Anfang und es zeigt so ein bisschen den Kern des Ganzen durchaus
auch, man kann eigentlich grob zusammenfassend auch sagen, was wir immer machen müssen, so ein Programm zu entwickeln, ist die eine Seite, dass irgendwie innovativ und spannend ist und für alle Beteiligten, sowohl für die, die es durchführen, die Eltern müssen auch davon überzeugt sein, dass das für die Kinder was ist. Die Lehrer sollten es in unserem Fall machen, die müssen überzeugt sein. Und den Kindern selber soll es auch Spaß machen. So, das ist die eine Herausforderung. Aber was wir natürlich als Wissenschaftler machen müssen, ist, wir müssen uns das ganze Programm absichern, dass die Qualität auch stimmt. Das heißt, wir müssen wissen, nicht nur wenn ich jetzt in die Schule gehen würde, da könnte ich vielleicht verschiedene Dinge noch abfangen, wenn ich sehen würde, das läuft jetzt so oder so. Aber es geht ja nicht um mich, der in die Schule geht. Es geht ja darum, dass theoretisch jede Lehrkraft nach einer mehr oder weniger kurzen Fortbildung das Programm machen können sollte. Und da darf auch nichts dabei passieren. Egal, wer es macht sozusagen, es darf nicht zum Beispiel eine gegenteilige Wirkung haben. Es darf nicht plötzlich den Effekt haben, dass jemand durch so ein Programm erst auf die Idee kommt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die dann womöglich zu einer Erstörung führen. Und das ist leider das Risiko, das bei Prävention ganz allgemein sehr viel höher ist, als man erstmal so denkt. Wenn man denkt immer, wenn ich ein Medikament nehme, weiß jeder, dass es Nebenwirkungen hat. Aber solange ich nur eine vorbeugende Maßnahme mache, ist das ja, kann ich ja machen, was ich will sozusagen. Im schlimmsten Fall hilft es einfach. Aber das stimmt nicht, weil es eben genauso gut auch schaden kann. Und gerade weil ich ja dann in der Primärprävention das für alle mache, wenn da aus einer Schulklasse nur ein oder zwei Mädchen das so auffassen würden, dass sie diese sogenannten Trigger zum Beispiel wahrnehmen, also wenn ich das Wort Erbrechen benutze, die erstmal auf die Idee kommen, aha, mit Erbrechen kann ich Gewicht verlieren und vorher haben die da gar nicht dran gedacht, dann wäre das ganze Programm schon gestorben. Und diese Absicherung zu machen, auf allen Ebenen, auch mit den Theorien, die dahinter stecken, wie man das begründet, warum man überhaupt denkt, dass man dadurch einen Erfolg haben könnte und so, diese Absicherung ist eigentlich sehr, sehr viel mehr Arbeit, als man glaubt. Und das ist leider auch das, was sich viele sparen wollen, weil ihnen der schnelle Erfolg eines Programms, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und alle sagen, war toll, oft wichtiger ist als diese Sicherheit. Ja, die Qualität ist tatsächlich abgesichert. Ich weiß, was da passiert und ich kann guten Gewissens sagen, da wird nichts Gegenteiliges daraus folgen. Und das ist halt eben diese fast unsichtbare Arbeit, die man leisten muss. Aber zum Glück hat man ja eben dann wiederum Unterstützung eben durch so ein Forschungsprojekt, wo dann gesagt wird, wo das Ministerium sagt, wir wissen, dass das viel Arbeit ist und deshalb bekommt ihr das Geld von uns und könnt jetzt, wir haben ja dazu praktisch 2x3 Jahre Forschungsgelder gekriegt, um auch wirklich so eine Langzeitbegleitung machen zu können. Ja, Wahnsinn. Da stelle ich mir echt herausfordernd vor und gleichzeitig auch echt eine richtig große Verantwortung, die auch dann da drin steckt. Gerade unter diesem Aspekt, den du gerade noch erwähnt hast, mit dem Risiko, was natürlich auch ein Stück weit immer mitschwingt, weil du ja nie weißt, auf welche Ideen dann die Köpfe, die dort sitzen, durch die Inhalte kommen können. Und klar, also ich habe mir auch gerade gedacht, ja stimmt, wenn ich da zum ersten Mal sehe, ah okay, durch Erbrechen oder bestimmte Maßnahmen könnte ich eventuell Einfluss auf mein Körpergewicht nehmen, wenn ich das mit 12 oder 11 höre und komplett unzufrieden bin mit mir und meinem Körper im Vergleich zu den anderen Mädels in der Umkleide, dann klar, stimmt, ist da mit Sicherheit ein Risiko, dass ich überhaupt auf Ideen kommen könnte, irgendetwas in diese Art zu denken, auch wenn das vorher vielleicht gar nicht so präsent war. Also eine riesengroße Verantwortung und ich danke dir einfach mal im Namen von allen, die jetzt zugehört haben, für deinen echt spannenden und wertvollen Input und auch Einblick in deine Welt. Und bin mir sicher, dass wir uns nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Und möchte dir nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und dein ganzes Wissen danken. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut, das mal so ein bisschen in den Grundzügen erläutern zu können. Und natürlich für dein Interesse auch daran und das Interesse deiner Zuhörerin. Ist das nicht spannend, was es alles gibt? Mir war die Barbie-Matrix, war mir vorher nicht bekannt.
Und ich habe auch das Bild zu dieser Folge stammt aus den Unterlagen zu den Arbeiten, zu den Studien, zu den Fachartikeln, die damals zu der Barbie-Matrix geschrieben wurden und veröffentlicht wurden. Und ich fand es super, super spannend, diesen Ansatz mal kennenzulernen und überhaupt zu erfahren, dass es sowas gibt und wie im Bereich der Prävention gearbeitet wird, was der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärprävention ist und was auch vor allem von der Forschungsseite dabei beachtet werden muss, um bestimmte Risiken außer Kraft zu setzen. Das fand ich einfach super spannend und hoffe, dass es auch dir sehr gefallen hat. Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne deine Fragen, deine Gedanken oder auch Anregungen, denn nächstes Jahr findet die Soul Food Week natürlich wieder statt. Auch wenn wir jetzt noch nicht am Ende sind, wollte ich das nur schon mal erwähnen und ankündigen, da deine Meinung gefragt ist und du dich super gerne einbringen kannst. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst und dabei bist. Es werden noch 3 super coole Folgen in den nächsten 3 Tagen kommen und ich bin auch da schon voller Vorfreude, sie endlich mit dir zu teilen. In diesem Sinne sende ich dir eine feste, herzliche Umarmung, ein Hoch auf uns, deine Kira.